Große Aufregung am Dienstagabend an der Uni Wien. Linke Aktivisten stürmen in einen Hörsaal und skandieren gegen den Wiener Uni-Professor Lothar Höbert. Dabei rufen die Protestierenden keinen Raum für Nazis an der Uni Wien. Dazu ist der Professor jetzt bei uns zu Gast im Studio. Vielen Dank für Ihren Besuch. Was genau ist denn da jetzt eigentlich passiert? Eigentlich ist ganz wenig passiert. Kurz nach Beginn der Vorlesung kam er dort herein, um irgendein Transparent entrollt. Bitte, da haben Sie es. Und haben kurz was skandiert, irgendein Sätzchen vorgelesen. Der Hörsaal hat zurückgebrüllt. Nach 2 Minuten waren alle heiser und dann ging die Vorlesung weiter. Mhm. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die Hysterie für eine demokratische Tugend halten. Von jemand, der sich mit der politischen Geschichte auseinandersetzt, ist das ja völlig klar. Eine linke Studentenbewegung braucht ja ab und zu einen Professor, an dem sie sich reiben können. Und nachdem offenbar da von den Kollegen niemand anderer bleibt, bin das halt ich. Ja. Das stört mich nicht weiter. Jetzt sind Sie ja schon seit einigen Jahren außerordentlicher Professor für neuere Geschichte an der Uni Wien. Jetzt ist die Frage, was ist der aktuelle Anlass? Könnte sein, dass Sie in Kürze Sprecher bei einer Veranstaltung sind, die vom Institut für Staatspolitik mitorganisiert wird. Und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes stuft diese Organisation als rechtsextrem ein. Was sagen Sie dazu? Das kann so sein, dass das der Anlass ist. Also ich möchte jetzt nicht Motivforschung betreiben bei den Gegnern. Ja, mit rechts und links und rechts und linksextrem, das ist alles sehr, sagen wir, subjektiv. Ich habe gehört, das nicht weiter recherchiert, die kommunistischen Studenten sollen da auch beteiligt sein in der Aktion. Naja, also wenn ich ein Kommunist bin und gegen Extremismus bin, das ist ein bisschen masochistisch nahezu. Ne? Ich meine, das Institut für Staatspolitik ist halt eine konservative Institution, war schon einmal dort in Berlin, bin nicht mit allem einverstanden und deswegen kann man mit den Leuten ja ohne weiteres reden. Also was sich da tun wird am Wochenende, habe ich keine Ahnung. Wir werden halt diskutieren. Der Bundeskanzler Seipel hat einmal gesagt, ich muss die sozialistischen Zeitungen lesen und dann weiß ich erst, was ich alles plane und vorhabe. Ne? Also das ist offenbar auch hier so. Werden wir schauen, was passiert. Keine Ahnung. Die österreichische Hochschülerschaft bezeichnet Sie als rechtsextrem und fordert Ihre Entlassung. Lässt Sie das kalt? Ja. Aber warum nicht? Ich meine, erstens mal, glaube ich, ist es mit dem Entlassen von Professoren nicht so einfach. Zweitens, wie gesagt, gegen wen soll die Hochschülerschaft denn sonst sein? Sie hat da sonst nichts zu reden. Man muss die Putzeln ja verstehen. Ich meine, irgendwo müssen sie doch bemerkbar machen. Noch dazu habe ich den Eindruck, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der Hochschülerschaft haben ja die Grünen eine ziemlich starke Stellung. Naja, wenn ich mir die Grünen halt so anschaue, die haben jeden Grund, sich nicht als Krawallmacher zu profilieren, weil das könnte den Kurz doch vielleicht stören. Also ich glaube, da ist relativ Entwarnung angesagt. Aber kommen dann harte Zeiten auf Sie zu bei einer türkis-grünen Regierung? Naja, sagen wir, türkis-blau war mir lieber, das ist kein großes Geheimnis. Da konnte man vielleicht das eine oder andere anstoßen oder umsetzen, aber ich glaube nicht, dass das in Mitteleuropa so eine große Auswirkung hat.